So, yo Leute, was geht? Hier ist euer XTerlox und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem erneuten Video auf meinem Channel. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber hier ist ein neues Headset. Was ist da los? Ich habe mir ein neues Headset gegönnt und zwar das Steel 500P von Turtle Beach. Und ihr denkt euch jetzt, wieso lädt er das hier hoch vom Kinomodus, was da los? Und zwar ist mir was aufgefallen, also beziehungsweise einem Kollegen von mir bei meinem Video. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das kennt. Bei meiner B23R Nuklear hat ein lieber Kollege diesen Kommentar darunter geschrieben. Wartet schnell, ich muss den zuerst mal wieder finden. Hier, der hat es auf den unter dem Gameplay jetzt so viele Kommentare. Was mich echt wie soll ich sagen, es hat mich ein bisschen schockiert, weil ich meine, ich meine, wenn man ein bisschen Hirn hat, merkt man, dass es mein Gameplay ist, weil wegen dem Namen Fistio Mom Hard, bester Name. Aber er hat geschrieben, hört mal zu, Digga, nicht böse gemeint, aber sage nicht, dass das GP von dir ist, weil man am Anfang sieht, wie du vom Internet das Gameplay genommen hast und mit Laptop-Aufnahmeprogramm aufgenommen hast. Ich verwende auch manchmal Gas-Gameplays, aber ich sage nicht, ich sage, ist von Freund LBK, keine Ahnung, was du damit meinst, nicht dein Abonnenten an. Ah, lüg nicht deinen Abonnenten an. Erstens, Digga, wie gesagt, ich hoffe, du schaust das Video an. Wenn man ein bisschen hier hat, sieht man, dass das mein Name ist. Und zweitens, ich habe gesagt, dass ein Kollege für mich aufgenommen hat und dass ich es aus dem Internet abgefilmt habe. Ein bisschen Hirn sollte dabei sein. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe es gerade vor zwei Tagen gesehen, habe gedacht, okay, schwette ich mal wieder auf eine B23R Nuklear. Habe ihr gespielt, ihr werdet selber sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Ich will hier nichts spoilern. Aber es ist auf jeden Fall ein echt geiles Gameplay. Ich habe hier leider mit dem Schwan gespielt, was ein bisschen schade war, dass ich keine Konterdrohne hatte. Aber ja, was will ich machen? Auf jeden Fall Team Deathmatch. Und dann wollte ich noch ein anderes Video von mir ansprechen, nämlich ich bin besser als Marcel Scorpion. Das Video hat so übelst zu viel Hate bekommen. Es ist so krass. Ich sage euch mal die Statistik. Und was ich übelst so nice finde, ich zeige euch jetzt die Statistik, ja. Aber wie viel Aufrufe es hat. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Warte, ich muss halt zuerst die Kamera hier. Ja, warte. Seht ihr das? Es hat, ich glaube, ihr seht sich so gut. Ich hoffe auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall 58 Likes, 52 Dislikes, aber es hat 1000 Aufrufe. Ein Video von mir hat das Fünffache von meinen Abonnenten, okay, dreifache Aufrufe, wie ich Abonnenten habe. Stellt euch das mal vor, Jungs, das sind 1000 Leute, die das geguckt haben. Natürlich übelst du viel, ey, du bist gar nicht besser, ja, nur weil du Nuklear hast und so. Es war natürlich auch nicht ernst gemeint, es war einfach nur, Klick geil, Like geil. Aber naja, ist mir eigentlich auch egal. Auf jeden Fall finde ich das übelst so geil, dass es so viel Aufrufe hat. Aber natürlich nicht ernst gemeint. Ich meine, Marcel Scorpion ist ein echt verdammt guter COD-Spieler und ich habe nie den Skill, der er hat. Das ist gar keine Frage. Aber ein paar Leute müssen das ja wieder mal so ernst nehmen. Na, ist mir eigentlich auch egal. Pff, ich meine, ich habe die Klicks drauf, gell? Nein, aber auf jeden Fall werde ich mich so krass auf Black Ops 3 freuen. Und die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen. Ich werde, wenn wir bis Black Ops 3 300 Abonnenten haben, werde ich mein altes Headset verlosen. Das Turtle Beach P11 ist jetzt zwar nicht das Beste, aber ich finde, hat einen guten Sound, wenn ihr gerade neu auf YouTube seid. Mit dem Mikrofon ist auch nicht schlecht. Also ich finde es echt übelst zu nice. Ihr denkt jetzt, ja, das haut er zwei Tage vor Black Ops 3 raus. Was das für ein Hurensohn? Ich habe es am Montag, glaube ich, sogar am Sonntag auf Instagram gepostet. Wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt,
eures Problem. Auf jeden Fall sind es im Moment 280. Ich weiß nicht, was los ist mit euch, aber es sind so krass viele Abonnenten. Es ist übelst nice. Der Typ hier, gell, ich hab den nicht gesehen. Immer da auf der Karte, so, was ist da los? Ich so, nee, ist jetzt aber nicht dein Ernst. Der war die ganze Zeit da. Ich bin... Auf jeden Fall, Jungs, ja, übelst du nice. Und wenn wir auf dieses Video... sagen wir... 30 Likes bekommen, werde ich mein erstes Gameplay von Black Ops 3 natürlich nicht, ihr denkt jetzt so normales Gameplay, ich werde um 0 Uhr 1 aufstehen in der Nacht und werde für euch zocken, hier übelst zu lag, Mann, und werde für euch zocken und das erste Gameplay hochladen. Es wäre übelst zu nice, wenn wir das schaffen, wenn nein, mache ich es trotzdem, aber ja, egal, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das nice findet. Und wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like. Da auf jeden Fall werde ich hier nur schnell. Kommt gleich. Ja? Schaut euch nochmal an. Ey. Hey, lass mal kämpfen. Ja, nice. Und da ist jemand auf Streak. Oh, nice kill. Spielt man selber. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ihr... Schaut mal an. Es tut in der Seele gut. Oh, nice da. Oh, nice Hardscope. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es echt gesehen? Schaut nochmal. Schaut nochmal hin. Ist gut. Oh, nice. Hardscope. Nice. Echt ein belastender Tod. Ich wollte eigentlich das als mein letztes, also die Nuklear als mein letztes Commentary hochladen, da es leider keine Nuklear mehr geworden ist. Bisschen schade, aber ich werde nachher nochmal eine Nuklear hinten einblenden, weil ich jetzt auch ein bisschen labern will. Labarababa, bla bla bla. Auf jeden Fall, wie gesagt, 35 Likes. Easy. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr das Intro am Anfang gesehen? Ich meine, oh mein Gott, und ich find's übelst zu nice, also mir gefällt das Intro echt hardcore. Lasst von meinem Designer ein Abo da, der hat keine Abos von euch bekommen, unten in der Beschreibung, Instagram, Facebook, what, nein, WhatsApp nicht, aber lasst auch mal ein Abo da, wäre übelst zu nice. Und ja, wie gesagt, wenn ihr so krass seid und die 300 Abos packt, hier dieses Headset, wenn nicht, werde ich es natürlich behalten und warte, keine Ahnung, bis 500 Abonnenten oder so. Aber wie gesagt, euer Verdienst, so gesagt. Und ich habe mir noch vorgenommen, irgendwann werde ich mal meinen ganz alten PS3-Controller, den habe ich übelst hart gegen die Wände geschmissen. Schaut mal, der Magnet hier ist sogar zerbrochen, weil ich den so hart an die Ding. Hier hat es doch so ein Riss in der Ding, ich... Keine Ahnung. Übelst du witzig auf jeden Fall. Und auch ja, hier, das ist der zweite Controller, der die ganze Zeit fliegen muss. So mein Wurf-Controller. Ist richtig schade, Mann. Der ist eigentlich echt nice, aber... Wisst ihr, wenn ihr... Ja, ist ja auch egal. Nein, aber auf jeden Fall... Ich möchte Black Ops echt danken, weil es ist für mich das beste Spiel. Es hat 3 Jahre durchgehalten. Und ich finde es jetzt auch noch ein bestes Spiel und ohne Spaß, Jungs, wenn Black Ops 3 ein Reinfall wird. Was ich wirklich nicht denke. Weil, es soll so geil sein, Mann. Ich habe ein bisschen schon die Maps gesehen, weil mein Modder konnte das so machen, dass er schon Black Ops 3 auf der PS3 zocken kann. Gab es irgendwie so einen Glitch, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber er hätte mir das schenken. Aber ich habe gesagt, nein, ich will das, ich will warten. Ich werde auch keine Unlock Alls auf Black Ops 3 haben. Ich werde mir alles legit spielen. Und auf jeden Fall, das hier ist das beste Game und ich werde es irgendwo aufhängen. Es ist mehr als ein Game, es ist eine Liebe, ganz einfach. Ich schwöre, ich hab einmal den Fehler gemacht, habe es verkauft, aber habe es sofort bereut. Das war, wo die PS3 auch rausgekommen ist. Ghost, ich denke so, oh Ghost, oh nein, oh mein Gott, ich liebe Ghost. Bestes Game. Nein, aber Spaß. Auf jeden Fall, würde ich auch mal sagen, chillt mal ein bisschen so mit den, ja, wie soll ich sagen, mit den Kommis, so mit den Dislikes, weil ich meine, also jetzt,
Ich meine jetzt nicht auf dem Video, ich meine auf dem anderen Video, auf, ich bin besser als Scorpion. Ich meine, wie viele Leute machen so klickgeile Thumbnails und so, ich meine, das mache ich echt nicht, weil, keine Ahnung, ich lasse eigentlich immer die Thumbnails, die gerade kommen, weil, ich meine, bin ich zu faul? Ja, das bin ich! Nein, aber Spaß, ich find einfach, ja, Thumbnails sollten schon einfach noch vom Video bleiben, nicht so, oh mein Gott, sie zeigt ihre Titten und dabei sie steht irgendwie so ein Ausschnitt, also... Kann ich auch mal gerne. Und ja, auf jeden Fall seht ihr. Ah nein, ihr seht's doch nicht. Nein, ihr seht's doch nicht. Ah doch, genau du. Genau du siehst es. Ja, du siehst es. Ja, ich schwör, du siehst es. Du wirst es sehen. Wenn du es nicht siehst, dann siehst du es nicht. Aber dann schreib mir unter die Kommentare, ich hab's gesehen. Wenn du es gesehen hast. Wenn du es gesehen hast und du weißt, was ist das für eine Missgeburt? Ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. So einen kleinen Tipp. Ich bin zu dumm, gell? So einen kleinen Tipp. Seht ihr es? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Nicht? Echt nicht? Nein, das Ghost-Poster hängt da, weil... dann doch ist. Vielleicht kennt ihr das. Kann ja mal passieren. Nein, Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses letzte Video von Black Ops 2 gefallen hat. Ich werde es in Ehren halten. Ich werde es lieben. Ich werde es immer in meinem Herzen behalten, denn es war auch die Zeit, wo ich angefangen habe mit YouTube. Es sind jetzt, glaube ich, schon 4-5 Monate vorbei. Denkt euch schon, was, den Spaß schaue ich schon 4-5 Monate. Fuck, man, dass ich noch in der Klappe, dass ich noch nicht in der Klapse gelandet bin, ist echt ein Wunder. Sind jetzt echt schon 4-5 Monate. Ich meine, es läuft eigentlich recht gut. 280 Abonnenten. Nice. Wie gesagt, wenn ihr 300 Abos nicht vergessen. Ich kann euch natürlich auch mein Scuff, übrigens die Geschichte mit dem Scuff. Hört ihr das? Das sollte so tönen. Klingen. Der ist kaputt. Ich war so, gell? Scuff so? Will knifen? So ein Ding. Was ist das los? Was ist denn los? Er ist kaputt. Die linke Seite von meinem Scuff ist kaputt. Ich habe ihn nicht am Boden geworfen. Ich habe nichts gemacht. Die linke Seite von meinem Scuff ist einfach kaputt. Was willst du tun? Nein, Spaß auf jeden Fall. Jetzt habe ich mal genug gelabert. Ich hau jetzt noch einen Freestyle raus. Denn ich gehe jetzt aus meinem Haus und kauf mir eine graue Maus. Ich lasse das drin, ich schneide das nicht raus. Nein, Spaß. Haut da rein. Das war's wieder und ciao. This is your worst fear. Let me make my words clear. The walk feels so good. You get blown away. So sweet dreams, your heart extends.